Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Schön, dass ihr dabei seid! Heute machen wir eine tolle Box mit einer kleinen Überraschung, passend zu unserer Karte, die wir gestern gebastelt haben. Und zwar ist das eine ganz coole Kartenform, die zeige ich euch jetzt, bevor wir das basteln, gleich mal. Das ist eben hier so eine Karte, die man ganz flach verschicken kann. Und wenn man sie dann aufmacht, sieht sie erstmal so aus. Und das Coole ist, man kann die einfach so hinstellen und kann dann da ein Teelicht reinmachen. Und damit es keine Verbrennungen gibt und ja, nichts passiert, brauchen wir natürlich eine Hülle für dieses Teelicht. Und das basteln wir heute. Das verbirgt sich hier in der Box. Und das Besondere daran ist, ich habe diese Karte letztes Jahr bekommen und habe dann zufällig einfach so eine Glashülle gehabt, wo so wie so Sonnenuntergangsstimmung war, also so orange- und gelbfarbene Farben auf diesem Glas. Und da hatte ich mein Teelicht drin und hatte es so aufgestellt und dann hat es immer so richtig schön durchgeschimmert, so wirklich wie wenn die Sonne untergeht oder Sonnenaufgang ist. Und das fand ich so toll und habe mir gedacht, vielleicht kann man das selber auch machen, wenn man kein so ein Gläschen hat, und habe mir da was überlegt und das zeige ich euch heute einfach, damit man einfach auch diese Sonnenuntergangsstimmung hat oder Sonnenaufgangsstimmung. Aber wir machen jetzt die Box zusammen und auch das, was sich da innen drin verbirgt, und das zeige ich euch jetzt. Also, als erstes sieht die Box mal so aus. Ihr seht, es schimmert hier so ein bisschen durch mit dem Spruch. Ich finde das ganz schön so. Ich wollte zuerst das anders machen, aber ich finde das jetzt toll. Mir gefällt das jetzt so. Da sieht man noch nicht gleich, was da drin ist, aber man sieht das, was drinnen ist. Und die Dekoration seht ihr hier auch mal kurz von der Seite. Also es wird ein bisschen gestempelt. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. Und darin verbirgt sich ein... Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Es ist ein Glas für Babynahrung. Habe ich gerade eine Menge daheim und habe mir gedacht, wenn man das mit Laternenpapier außenrum macht, dann hat man diesen Effekt von einem Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Und ja, der Deckel ist jetzt einfach nur Zierde. Ihr seht, da innen drin ist mein Teelicht. Und den Deckel, den kann man natürlich auch komplett weglassen. Aber ich fand es schön, wenn das da so durchleuchtet, und deswegen habe ich den Deckel jetzt mal drauf gelassen. Also es ist nicht total professionell, das mit diesem Laternenpapier, das habe ich schon gemerkt. Aber wir bringen da jetzt ein bisschen mehr Kleber auf, als ich bei meinem Probestück, damit das an der Seite hier nicht passieren kann. Aber es erfüllt seinen Zweck, und ich meine, das Glas, ja, wenn man es dann nicht mehr braucht, dann kann man es ja auch wegtun, es ist ja nicht... Aber es hat den Effekt und ich finde es schön und es passt natürlich zur Karte und deswegen machen wir das jetzt heute einfach zusammen und ich hoffe, es gefällt euch auch. Okay, los geht's. An Papier habe ich folgendes benutzt. Die Bestellnummern, die halte ich euch einfach kurz ins Bild. Einmal Chili, Waldmoos, Farbkarton Pergament und Vanille pur. Und die Maße, die ihr braucht, sind einmal ein Stück Chili-Papier in dem Maß 21 x 21 cm. Ein Stück Vanille pur in dem Maß 12,2 x 12,2 cm. Ein Stück Pergamentpapier in 6 x 6 cm. Reststück in Chili, in Waldmoos, in Vanille pur. Und ein Band habe ich hier noch. Und zwar ist das dieses, hatte ich auch gerade in der Hand, hier ist es, Dekoband Magnolienweg. Da habe ich diesen, das ist so ein Doppelpack und ich habe dieses grüne Garn benutzt und habe da schon mal eine Schleife gemacht. Bisschen was gestanzt habe ich auch schon und gestempelt auch schon ein bisschen, aber wir machen das jetzt auf jeden Fall zusammen. Hoppala, da unten liegt noch mein kleines Rädchen. Genau, dann leg mal los. So, und wir falzen jetzt zuerst mal unsere Boxen, also unsere Grundbox und dann den Deckel. Ich wollte euch nur kurz sagen, meine Box hat vom Maß her 6 cm mal 6 cm und die Höhe sind 7,7 cm ungefähr. Also ihr könnt da natürlich auch alles mögliche andere reinverpacken. Das muss ja jetzt kein Licht sein. Aber so ist es ungefähr vom Maß. Dann könnt ihr, wisst ihr, wie viele da habt, wie viel Platz und was ihr da verschenken könnt. Okay, ich nehme jetzt mein Stück Chili. Das hat ja 21 x 21 cm und ich falze mir das jetzt bei 7,5 cm. Einmal hier anlegen bei 7,5 und dann falze ich das. Und dann bei 13,5. Halt. Gleiche Seite, 13,5 cm. Und das mache ich mit der, drehe mir das einmal und mache das mit der nächsten Seite genauso. Also wieder bei 7,5 cm. Und bei 13,5 cm. Dann sieht das Ganze so aus. Ich
hoffe, ihr könnt die Falzlinien einigermaßen erkennen. Also hier habt ihr so ein Kreuz in der Mitte. Und dann nehme ich mir den Deckel, der hat das Maß 12,2 x 12,2 cm und den falze ich mir einfach einmal komplett außenrum bei 3 cm. Und da mache ich so, dass ich mir diese 3 cm auf der rechten Seite anlege. Das bin ich einfach so gewohnt. Ich glaube, mit dem neuen Papierschneider geht es auch anders ganz gut, weil man hier oben viele Auflageflächen hat, aber ich behalte es einfach so bei. Gehe da einmal komplett außenrum und immer bei 3 cm ziehe ich mir die Falzlinie nach. Sind die Maße. Und dann schnappe ich mir die Schere. Also ich fürchte, ihr könnt die Linien fast nicht sehen. Seht ihr die ein bisschen? Ich schneide mir das jetzt, ich schneide es mal vor, vielleicht sieht man es danach ein bisschen besser. Ich schneide mir jetzt an jeder Ecke direkt die Falzlinie ein, schneide mir so ein kleines Dreieck raus und auch diese andere Seite stecke ich so ein bisschen ab. Und so mache ich das jetzt einfach einmal außenrum, also wieder an der Falzlinie hochschneiden bis zur Falzlinienüberkreuzung. Hier sieht man es, glaube ich, jetzt einigermaßen. Und dann wieder so eine kleine Ecke rausschneiden und hier an der anderen Seite auch nachschneiden. Und dann wieder einmal drehen, kleine Ecke raus, abschrägen. Und noch einmal drehen und das Ganze noch einmal. Dann sieht das Ganze so aus. Und beim Boden schneide ich mir auch wieder hier unten, fange ich rechts an der Falzlinie an. Ich schneide mir die einmal nach oben und auch da so eine kleine Ecke raus. Und mache das auch einmal außenrum. Dann sieht das Ganze so aus und da falze ich mir jetzt die Falzlinien einfach einmal nach. Und ihr seht schon, dadurch, dass die Höhe unterschiedlich ist, also dass die Teile sind nicht alle gleich groß, weil der Mittelteil ist ja 6x6 cm und die Höhe ist aber 7,5, glaube ich, 7,5 cm. Dadurch muss ich mir da nochmal was abschneiden. Also ich mache es jetzt so, ich baue mir die Box im Prinzip schon mal so zusammen und schneide mir aber vorher diese Teile weg, die hier zu lang sind. Ich hoffe, ihr seht, was ich da meine. Also wenn ich mir das jetzt so einklappe, dann hat man hier einen Überschuss, sieht man das in der Kamera, von ungefähr 1 cm. Und das schneide ich mir jetzt weg. Und zwar, wenn ihr euch das jetzt so rum hinlegt, nehme ich jetzt dieses linke Teil und schneide mir das jetzt einfach mal großzügig weg. Das klebe ich nämlich dann nachher hinten rein. So. Dann nehme ich das nächste Element, klappe mir das wieder so vor und schneide mir bei diesem Element wieder diese Lasche kürzer. Also das kann ruhig ein bisschen weniger sein als 1 cm. Das muss nicht ganz genau sein. Kann natürlich ganz genau sein, aber es muss nicht unbedingt. Dann nehme ich mir die nächste Lasche. Die kommt dann hier reingeklappt. Kürze mir die wieder ein bisschen ab. Voilà. Leg mir die einmal so zur Probe hin und gucke, ob das passt. Und jetzt kommt diese letzte Lasche dran. Und die kürze ich mir auch nochmal ein. Dann sieht das Ganze so aus. Also ich habe mir alle vier äußeren Ecken ein bisschen kürzer geschnitten. Und so kann ich mir die Box jetzt gut zusammenkleben. Und diese kürzeren Teile, die kommen immer innen rein. So, kürzeres Teil innen rein. So habe ich das zusammengesteckt. Dann habe ich eine stabile Box, die, ja, ich finde, die schaut so gut aus. Passt. Und das klebe ich mir jetzt nochmal mit Flüssigkleber an. Und da lasse ich euch nochmal Musik laufen. Also ihr müsst immer den Kleber auf diese äußere Seite bringen und diese kürzere Lasche immer nach innen machen. Ich zeige es euch jetzt noch einmal und dann bringen wir eben hier Kleber auf und dann klebe ich mir das hier schön innen rein an.
Dann wieder hier auf die Lasche Kleber aufbringen. Und wieder schön ankleben. Wieder einmal drehen, auf diese innere Lasche mein Kleber drauf machen. Und ankleben. Und ich lasse euch jetzt doch keine Musik laufen. Ich mache es jetzt so, dass ich hier eben den Kleber aufbringe. Und das muss man ja dann am Ende innen reinstecken. Also bevor es komplett klebt, schon mal nach innen legen. Und dann hier noch den Kleber drauf machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Seht ihr das so? Und dann kommt diese Lasche wieder nach innen. So, jetzt fahre ich überall noch im Falzbein nach, dass sich das schön anklebt. Okay. Wenn man Ränder hat, kann man die noch abschneiden oben. Also hier ist ein kleiner Rand. Ich schneide jetzt noch ab. Und das Gute ist eben bei dieser Klebemethode, dass ihr jetzt quasi an jeder Seite doppelten Boden habt, sozusagen, also doppelt den Farbkarton. Und somit ist sie eigentlich auch echt cool und stabil. Also ich finde es super. Okay, so, und bevor wir uns jetzt den Deckel zusammenkleben, schnappe ich mir noch die lagenweise Kreise und habe mir da die Stanzform mit der 2¼-Inch Kreisgröße rausgesucht und stanze mir da jetzt mal diesen Kreis, bevor ich den Deckel zusammenklebe, schon mal aus. Weil wenn der schon zusammengeklebt ist, dann tut man sich da ziemlich schwer damit. Und deswegen fangen wir jetzt gleich mal an mit Stanzen. Ich lege mir das hier schön mittig ein. Also die passt da wirklich gerade so drauf. Und kurbel mir das einmal durch. Und wenn wir die Stanzmaschine schon mal da haben, dann stanzen wir auch gleich alles andere durch. Also ich habe ja einmal mir schon mal das Rehlein aufgestanzt, und zwar ist das Ganze aus dem Stempelset Weihnachtshirsch mit der Nummer 148848. Und da habe ich auf jeden Fall einiges verwendet, auch schon bei der Karte. Ich benutze das einmal das Gruß zum Fest, die kleinen Blüten benutze ich, die sind sehr schön, diesen Randstempel benutze ich. Das kleine Rehlein habe ich mir schon aufgestempelt und das stanze ich mir jetzt gleich mal aus. Und ansonsten, glaube ich, habe ich nichts aus dem genommen. Genau, also das ist alles, was ich da draus verwende jetzt. Und stanzen tue ich noch ein bisschen mehr. Und zwar stanze ich mit dem Set Weihnachtswild. Habe ich mir schon ein bisschen was hergerichtet. Das lege ich jetzt mal hier so in der Seite rein. Ich habe mir einmal die zwei Blüten ausgestanzt in Chili. Das sind also zwei wunderschöne Blüten drin. Und diese Ranke mit der anderen Blüte, dieses Element, das habt ihr auch zweimal drin. Das habe ich mir auch einmal ausgestanzt in Waldmoos. Und eben dieses kleine Rehlein wird jetzt noch ausgestanzt. Und dann haben wir auch schon alle Dekoteile. Als kleinen Tipp, wenn ihr die lagenweise Kreise schon da habt, dann könntet ihr natürlich das auch gleich in einem durchstanzen. Und zwar einmal mit der 2¼-Inch Kreisstanze euren Deckel, und innen rein könntet ihr euch gleich eigentlich den kleineren Kreis ausstanzen. Also den 1¾-Inch Kreis, den könntet ihr euch einfach hier innen reinlegen und das dann zusammen durchkurbeln, dann habt ihr das gleich in einem ausgestanzt. Ich habe das aber schon vorher hergerichtet, habe mir das schon ausgestanzt und brauche das jetzt nicht nochmal durchkurbeln. Aber so kann man sich dann einen Arbeitsschritt sparen. Dann gehen wir jetzt gleich ans Stempeln, und da benutze ich einmal die Farbe Espresso und Chili. Bei mir ist das Espresso jetzt sehr leer, deswegen benutze ich jetzt noch die Schokobraun-Farbe. Und ich fange jetzt an mit dem Espresso und diesem langen Blütenelement. Das stemple ich an den Rand von meiner Verpackung auf. Und zwar an zwei Seiten kommt das hin. Ich versuche, dass das einigermaßen gerade ist. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen hinkriege. So. Und wenn ihr auf diese Klebelaschen kommt mit dem Stempel, das macht nichts, weil das muss ja dann, das sieht man nachher dann ja eh nicht mehr. Und an den Rand, also hinten und vorne, habe ich die kleine Blüte genommen.
beim einen zweimal und beim anderen auf der anderen Seite habe ich sie einmal hingestempelt. Ja, das machen wir einfach hier rum, so unten hin. Genau. Und dann stempeln wir uns noch das Gruß zum Fest auf, und zwar auf unseren Kreis mit Chili nochmal. Und das stempel ich so ein bisschen nach rechts unten. So, genau, das war schon mal an Stempelarbeit. Ich räume kurz auf und wir sehen uns gleich wieder. Als nächstes nehme ich mir meinen Farbkarton und klebe mir den jetzt noch hier innen auf, damit das, also das finde ich, geht in diesem Zustand am allereinfachsten. Also bevor man irgendwie die Ränder schon hingeklebt hat, kann man sich das hier ganz gut anbringen. Und da mache ich so, dass ich einfach in die Ecken, die man hier so sieht, ganz bisschen Kleber aufbringen, auch an den Rand hier. So, also mit Flüssigkleber. Und da klebe ich mir jetzt mein Pergamentpapier so schön innen rein. Okay, und dann können wir uns jetzt den Deckel schon mal fertig machen. Als erstes falze ich mir einfach alle Falzlinien einmal schön nach. Muss man gerade an diesen Seiten ein bisschen aufpassen, also hier oben an dieser engen Kante, da ein bisschen vorsichtig sein. Und ansonsten geht das ganz gut. Und klebe mir jetzt auf alle meine Klebelaschen ein bisschen Kleber und klebe mir die dann gleich zusammen. Also irgendwie ist mein Kleber total voll. Klebelaschen, die kommen immer unten rein. Einmal komplett außenrum. Oh, hier habe ich vergessen zu falzen. Das ist schon gut, wenn man das vorher macht. Und auch die letzte kommt nochmal innen rein. Und dann hat man hier einen richtig schönen Deckel. Perfekt. Jetzt testen wir es gleich mal, ob die Box auch passt. Ja, passt super. Perfekt. Bin ich froh, dass das so schön ist. Gut. Und wenn wir den Deckel jetzt schon mal so haben, dann können wir auch noch den Rest zusammenkleben. Das ist ja jetzt im Prinzip ein bisschen Deko. Ich habe einmal die zwei kleinen Blüten, die habe ich mir in Chili ja ausgestanzt. Die klebe ich mir hier oben drauf. Auch nochmal mit Flüssigkleber. So. Und diese Ranke, die klebe ich auch mit ein bisschen Flüssigkleber oben drauf. Halt, ja, ist egal. Da braucht man auf jeden Fall auch Flüssigkleber, aber die kommt ja nicht auf die Box, sondern auf unser Schild. Auf das Gruß zum Fest. Aber eigentlich wollte ich den Deckel zuerst fertig machen. Dann schnappe ich mir einen kleinen Klebepunkt, den rolle ich zusammen, so klein wie es geht. Setze mir den hinter meine Schleife. Kann man sich auch ein bisschen kürzen. Und das kleine Reh mache ich mir noch mit Mini-Dimensionals. Klebe ich mir das noch auf, dass das so ein bisschen absteht. Ich habe überall Kleber an den Händen, bei mir klebt alles. Ich bin immer so ein Flüssigkleid mit Flüssigkleber, da bin ich mal mein kleines Schweinchen. Und das kommt hier unten noch so drauf. Jo. Aber was ich da euch als Tipp geben kann, ein Klebemittelradierer ist immer super, wenn man so einen hat. Den kann ich euch in die Infobox setzen, wenn ihr den auch braucht. Wenn es euch bei Flüssigkleber auch manchmal so geht. Ich nehme jetzt schon mal die Perlen und bringe die auf. Also wir brauchen drei Stück. Einmal auf die beiden Blüten am Deckel und einmal auf die Ranke. Und dann machen wir den Rest noch fertig. Also ein bisschen brauchen wir noch. Wir sind noch nicht ganz fertig. Die Box ist aber schon mal sehr schön. Und bei der Box habe ich euch jetzt noch einen kleinen Tipp.
Und zwar schnappe ich mir jetzt hier die Stanze Nadelbaum und stanze mir einfach einen Tannenbaum aus. Und den hätte ich ganz gerne hier unten drauf. Aber der ist eigentlich ein bisschen zu groß und den Stamm abschneiden wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich wollte den eigentlich ein bisschen kleiner haben. Und da habe ich einfach mir ein Post-it mal drauf geklebt. Ich mache es jetzt mal hier oben drauf, damit man das besser erkennt. Ich gehe jetzt einfach mit meiner ausgestanzten Tanne da nochmal rein und setze mir das so an, ich zeige es euch gleich nah, dass wir hier richtig schöne Kanten haben, aber weiter nach oben. Also ich lege das Papier nicht so rein, wie es normalerweise gehört, sondern ein bisschen nach oben geschoben. Und stanze mir das dann nochmal aus und dann habe ich hier eine richtig schöne Tanne, die einfach ein bisschen kleiner ist. So sieht die jetzt aus. Und die kann ich mir jetzt einfach noch hier an der Seite unten hinkleben. Dann hat die vom Maß einfach auch irgendwie, passt die einfach besser auf die Box drauf. Gesehen habe ich den Tipp bei einer amerikanischen Demonstratorin. Dawn, ich schreibe euch den Namen hin, ich weiß, ich kann ihn jetzt schlecht aussprechen. So. Okay, also dann, unsere Box ist fertig. Also ihr könnt da reinpacken, was ihr wollt. Ich packe jetzt da so ein tolles Licht noch rein und das machen wir jetzt auch noch zusammen. Für den Deckel brauche ich jetzt nur noch eine 2-Inch- Kreisform. Die könnt ihr euch natürlich auch mit den lagenweise Kreise machen oder ihr habt vielleicht auch die Stanze. Den klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber einfach noch unten drauf und dann ist die Deko von unserem Glas auch schon fertig. Und dann kommen wir zum Glas. Also mein Glas ist einfach ein Babynahrungsglas. Ein kleines, weil da gibt es ja diese großen und die kleinen. Und dann habe ich mir einfach aus so Laternenpapierstreifen geschnitten. Die haben jetzt ungefähr das Maß von 3 cm. Bitte nehmt da nicht den Papierschneider, da gehen die Klingen, glaube ich, kaputt. Also mit meinem alten Papierschneider habe ich es damals ausprobiert und ich würde es mit der Schere schneiden. Das muss auch nicht total gerade sein oder total schön. Das würde ich einfach empfehlen, euch mit der Schere zum Schneiden. Und dann habe ich hier einfach schon Abreißklebeband aufgebracht. Da machen wir noch ein bisschen mehr. Ich habe es ja jetzt getestet. Bei dem habe ich nur 1 oder 2 hingemacht und ich würde jetzt einfach ein bisschen mehr machen, dass es auch wirklich gut hebt. Und die kann man sich ja da total einfach drumherum basteln um das Glas. So. Und am Anfang und am Ende habe ich hier 2 Streifen sehr eng nebeneinander gemacht. Und jetzt ziehe ich mir die einfach alle mal ab. Diese Folien, die da drauf sind. Und dann fange ich bei diesen Doppelstreifen an und klebe mir da einfach dieses Laternenpapier drauf. Also ich habe jetzt hier auch nur 3 Farben genommen. Bei meiner ersten Verpackung habe ich ja... Ich darf jetzt, glaube ich, nicht quatschen, wenn ich das aufklebe, sonst wird es krumm. Oh, es wird schon krumm. Naja, es ist eine ganz besondere Art. Ich muss mich kurz konzentrieren. Hier habe ich einen kleinen Knick. Den könnt ihr besser machen, auf jeden Fall. Ja, bei meinem ersten Glas, das wollte ich eigentlich sagen, habe ich ja lila unten auch noch. Und hier mache ich jetzt eben nur 3 Farben. Und die setze ich mir jetzt so ein bisschen drüber. Und unten kommt nur das Rote hin. Und die überlappen sich auch ein bisschen. Also, da habe ich jetzt wieder falsch angefangen, weil ich immer quatschen muss. Also ich fange hier wieder bei dem Doppelten an und setze mir das schön auf. Und es geht hier auch einfach übereinander. Also es überlappt hier auch. Und hier unten, es ist nicht perfekt, das weiß ich auch, aber das erfüllt den Zweck und macht schönes Licht. Und man sollte sich darauf konzentrieren und nicht nebenbei quatschen, sonst zerreißt man es so wie bei mir. Also das könnt ihr auf jeden Fall schöner machen als ich.
Aber es sieht doch toll aus. Es gehört einfach so. Das ist der Style von diesem Glas. Der muss so sein. Okay. Und damit ich meinen Deckel aufbringen kann, hier oben klebe ich mir da noch Abstandskleber rein, also die Dimensionals. Die klebe ich jetzt aufs Glas, weil der Deckel hat ein bisschen, der ist nicht ganz gerade. Und deswegen klebe ich mir den jetzt hier drauf. Und schon sieht es richtig schön aus. So, Füllung ist fertig für unsere tolle Box. Stellen wir es mal rein. Ja, jetzt muss ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ich versuche, ob ihr das so ein bisschen erkennt, hoffe ich. Es schimmert wirklich sehr schön durch. Das macht sich super so. Ich teste jetzt auch noch das andere Glas. Also, ihr Lieben, es ist sehr schwierig einzufangen, aber es sieht wunderschön aus. Ich werde euch das vielleicht gleich auch noch ein bisschen anders filmen, von einer anderen Position. Also, ihr Lieben, es klappt, es sieht wunderschön aus. Ich filme es euch gleich von der anderen Seite nochmal. Ich möchte mich jetzt nur kurz bei etwas Licht verabschieden und mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, die Glocke dabei drücken und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt zeige ich es euch eben nochmal von vorne. Aber ich kann nur sagen, also auch wenn jetzt das Glas von außen nicht perfekt ausschaut, aber die Wirkung ist grandios. Ihr könnt es natürlich noch ein bisschen ordentlicher kleben, ganz klar. Aber das ist wirklich perfekt und man kann das richtig schön verschenken in der Box. Also die Karte muss man eigentlich schon dazu machen. Also die ist wirklich toll. Ich finde die super. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ihr seht jetzt nochmal ganz kurz meine zwei Boxchen hier. Mit dem Deckel, mit dem Glas, mit der Karte. Also es ist ein bisschen unübersichtlich jetzt und ich gehe jetzt auch in die andere Position, mache euch nochmal dunkel. Und ja, bis gleich. Aber ihr seht, es ist was geworden. Und es ist so schön. Es ist so schön. Ich freue mich so. Eine wichtige Sache noch. Nehmt auf jeden Fall keine echten Kerzen. Die Gläser wären heiß, das habe ich gerade gemerkt. Das Laternenpapier ist sehr dünnes Papier. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass da irgendwas passiert. Also nehmt auf jeden Fall Kerzen mit Batterien. Ja, keine echten Kerzen nehmen, bitte. Passt da gut auf euch auf. So, ihr Lieben, also ihr seht jetzt hier die beiden Karten. Es kommt in der Kamera nicht ganz so rüber, wie es wirklich ist. Also hier auf der rechten Seite, die hier, die Seite, das ist die Seite, die ohne dem Lilanen ist. Auf der linken Seite ist mit Lila. Es wirkt jetzt in der Kamera wirklich viel heller, aber es ist gar nicht so ein großer Unterschied. Aber man sieht den Unterschied. Also ihr könnt, man hat hier schon mehr das Orange im Vordergrund. Aber es ist nicht so hell, wie es jetzt an der Kamera rüberkommt. Es ist ein bisschen dunkler. Aber das Lied mit Lila ist noch ein bisschen dezenter und sieht auch sehr schön aus. Also ich finde beide sehr schön. Ich glaube sogar, dass das rechte mit den gelben noch ein bisschen mehr. Das sieht so aus, wie wenn die Sonne schon ein bisschen mehr da wäre. Und auf der linken Seite sieht es so aus, wie wenn die Sonne noch nicht ganz so weit da ist. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Es bleibt ein bisschen dunkel. Ich mache nochmal ganz kurz Licht. Jetzt seht ihr es nochmal mit Licht und also es ist wirklich toll. Es schimmert sogar auch beim Licht durch. Es kommt in der Kamera ein bisschen schlecht rüber, aber hier sieht man es ganz gut eigentlich. Hier ist schon ein bisschen dunkler, aber im Dunkeln, also es ist wirklich schön. Ich kann es euch echt empfehlen und ich freue mich, wenn es euch gefällt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mit ganz viel Weihnachtsstimmung von euch. Jetzt kann es langsam losgehen, oder? Jetzt kommen wir so richtig in diese Stimmung rein. Die ist wirklich schön. Genießt die Zeit, habt eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!